Wir schreiben das Jahr 2248. Die Ressourcen auf der Erde werden knapp, fliegende Autos sind von vorgestern und Schalke ist immer noch nicht deutscher Meister geworden. Willkommen in Blueheim. Und damit nochmal herzlich willkommen zur Planet Coaster Park Review zu Blueheim. Das gute Stück ist bereits der Nachfolger zu dem Park. Achtung! Land of Infinite. Nee, doch, Land of the Infinite. Nee, Land of the Infinite Corp. Nee, Moment, auf. Land of the Infinite Valuen Corp. Doch, okay. So steht das hier zumindest. Alles klar. Okay. Nehmen wir das so hin. Der Satz macht jetzt gerade, wo ich ihn nochmal lese, ein bisschen weniger Sinn. Steht auf Steam so, aber ist halt so. Okay. Machen wir. Ja. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Das Ganze, wie ihr seht, halt in der Zukunft, in der nahen Zukunft angesiedelt. Obwohl, in der nahen Zukunft, so nah ist das jetzt gar nicht. 2248 ist schon etwas weiter weg. Das ist ja fast 30 Jahre weg, Mensch, du. Hör mal. Das kannst du ja, das ist ja das. Ja, nee. Ja, aber wir gucken uns das Ganze auf jeden Fall an. Das Ganze ist ein bisschen viel. Ich hab keine Ahnung, wie wir da hochkommen. Aber wir gucken uns das mal an. Wir gucken erstmal hier, denn hier geht's schon direkt los. Mit einem Fahrgeschäft. So viele Fahrgeschäfte gibt's ja nicht. Ich glaube, es gibt tatsächlich nur zwei. Und davon ist einer ein Hellion Ring. Was haben wir denn? You must be this tall to ride. Okay, das sind wir. Das kriegen wir hin. Ja, ich dachte, da steht irgendwie sowas wie You must be this dead to ride oder so. Jetzt haben wir ein Standbild. Das ist gar nicht so cool. Okay, das ist echt in der Probe nicht passiert. Eine Testaufnahme. Das ist lustig. Das ist mal interessant. Aber hier haben wir den Hellion Ring tatsächlich. Aber der ist cool. Der ist schön eingearbeitet hier, muss ich sagen. Der gefällt mir. Der ist ja richtig geil hier drin. Okay, das ist krass. Oh ja. Oh ja. Oh, mit Wasser sogar. Das ist richtig schön. Das ist nach oben hin offen? Naja, sieht jetzt nicht so aus. Wir gucken mal, wo wir hier rauskommen. Und dann gehen wir mal weiter, ne? Das sieht doch nicht. Das ist der Eingang. Da ist der Ausgang. Guck mal. So. Das Ganze sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Von außen. Jetzt gucken wir mal, da sehen wir auch eine Achterbahn. Das ist doch was. Das ist eine Einschienenachterbahn auf jeden Fall. Also eine. Oh, wie heißen die jetzt? Eine T-Rex heißt die, glaube ich. Hm. Ich kenne die unter T-Rex gerade. Ich weiß den, die genaue Bezeichnung nicht. Ist es aber, ne? Ja, sieht so aus. Wir werden es ja sehen. So, Coffee gibt es hier. ATM, die wird es dann auch noch geben. Das ist gut. Weintempel, also Windtempel. Wo ist er denn? Ach so, das kleine Ding hier. Okay, ja, ich verstehe natürlich, klar. Okay, da, okay. Ja, die Mitarbeiter sind immer noch gut gelaunt hier. Das ist der Herbert. Der arbeitet schon immerhin 250 Jahre hier in dem Park. Ja, so lange existiert er zwar noch nicht, aber das macht ja auch nichts. Aber ich finde die Detailverliebtheit, die ist echt schön hier in dem Park. Das gefällt mir, dieses Blueheim, das ist echt. Weiß nicht, das erinnert mich auch so ein bisschen ans Phantasialand. Das ist schon sehr cool gemacht irgendwie. Ja, Hilfe. Konfetti. Oh, hier haben wir noch einen Eingangsbereich. Das, okay, geht schnell. Wenn das jetzt schon die Achterbahn ist. Alter. Ja, okay. Das ist tatsächlich die Achterbahn, aber das ist keine Einschienenbahn. Das ist noch keine Einschienenbahn. So, hier sehen wir es auch. Es ist natürlich keine Einschienenbahn. Ich hätte natürlich einfach mal einen Blick nach rechts werfen müssen. Dann hätte ich das auch gesehen. Das Ganze ist eher so in Richtung RMC-Coaster. Aber okay, hätte ja klappen können. Jetzt ist natürlich die Frage, wir kommen hier natürlich gar nicht irgendwie weiter. Wir kommen nicht da hoch. Wollen da natürlich hoch. Das Ganze ist jetzt aber wahrscheinlich wirklich nur mit dieser einen Achterbahn zu erreichen, beziehungsweise überhaupt über die Schienen nur zu sehen. Wir gehen jetzt mal hier rumgucken, ob wir hier irgendwo ein Wegchen finden. Ein Wegchen vor allen Dingen. Hier, guck mal, hier haben wir einen Weg hoch. Guck mal, wo geht's denn hier lang? Hier, da geht's doch lang. Das ist aber ein Ausgangsbereich.
Das heißt, wir kommen nicht mal über den Ausgang dort oben hin. Das ist schade. Das heißt, wir können wahrscheinlich gar nicht rumlaufen. Jetzt nicht so, dass uns das hindern würde. Aber alleine die Detailverliebtheit hier drin schon, das ist echt schön. Das gefällt mir. Ja gut, das sind jetzt die Läden hier. Hier haben wir ein paar Toilettchen, beziehungsweise angedeutet. Schöne Sache. Das gefällt mir sehr gut. Auch diese Szenerie finde ich sehr geil. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Aber wir gehen jetzt einfach mal, ja, zum Blueheim. So heißt der Coaster hier wohl auch. Der einzige, der hier steht. So, waren wir ja schon eben. Können wir jetzt einfach mal hier vorbei an allem. Nee. Dann wollen wir natürlich auch mitfahren. Müssen wir jetzt aber warten, bis der Coaster wieder da ist. Das wird hier ein bisschen dauern, denke ich mal. Aber wir haben hier... Oh, guck mal. Videos. Schön. Aber leider nicht von dem Park hier. Ich habe die Befürchtung, da sind noch andere Assets drin. Okay. Die könnt ihr euch... Achso, nee, der hat keine Assets. Okay. Falscher Park, sorry. Der hat keine Assets. Okay, dann wird das hier einfach Standard sein oder andere Assets. Nee, müsste ja Standard sein, dann wenn er keine Assets benutzt. Egal. Wir warten einfach auf den Zug und ich glaube, das dauert zu lange. Deswegen machen wir hier einen kleinen Cut und sehen uns gleich in der Achterbahn wieder. So, wie gesagt, wir sehen uns in der Achterbahn wieder. Und da geht es auch schon direkt los hier mit den RMC Coaster. Mit den Steel Vengeance Jason, so wie es aussieht. Da war Gons, alter Schwede. Okay, geht's unterm Wasser her, also angedeutet. Sehr, sehr, sehr geil. Das Ganze wird jetzt ein bisschen ruckeln, es wird nicht flüssig laufen. Dafür sind hier viel zu viele Details drin. Der Park ist natürlich trotzdem geschlossen. Das heißt, keine Besucher, die das eigentlich stören könnten, aber diese Anzahl an Objekten auf dem Raum hier, das ist unglaublich. Ihr seht es ja selber, links und rechts die Pflanzen. Die Bögen, die Fische eben und alles einfach. Das sind die Partikel. Das alles ist schon echt heftig. Ich habe jetzt, weiß Gott, keinen schlechten PC. Aber das ist schon richtig krass. Weil es sieht echt wunderschön aus hier, muss man sagen. Also das gefällt mir richtig gut hier. Das ist auch so ein Ding, da würde ich selber mitfahren. Ich habe jetzt übrigens fast eine Minute auf dreifachen Vorlauf gehabt und der Zug kam nicht wieder. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt geht. Das heißt, es könnte jetzt ein bisschen länger dauern hier, das Ganze. Also, wenn euch nicht spoilern wollt, dann Download-Link ist unten in der Beschreibung, ne? Ansonsten schaut es euch einfach an und genießt die Fahrt. Okay, es geht verdammt hoch. Ja, das ist schon echt krass hier. Also, heftig. Und natürlich gucken wir uns das Ganze im Anschluss nochmal in der Dunkelheit an. Es steht auch dort am besten zwischen 13 und 18 Uhr angucken. Also between 1 p.m. or 6 p.m. Achso, um 13 oder 18 Uhr, okay. Nicht zwischen, sondern 13 oder 18 Uhr, also 1 p.m. oder 6 p.m. Jetzt müssten wir eigentlich auf dem höchsten Punkt angekommen sein. Das heißt, es geht jetzt eigentlich nur noch runter gleich. Und ihr seht, wie verdammt hoch wir sind. Das ist echt heftig, ey. Boah. Aber es sieht mega cool aus. Also jede Stelle, die wir jetzt hier gefahren sind, hat echt was. Das ist der Hammer. Aber ich will das jetzt Ganze jetzt auch gar nicht Park nennen. Ich will das jetzt eher... Ach du Heilige. Ach du Heilige. Boah, was? Alter.
Boah. Wie abgefahren ist das denn, ey? Aha. Ich wage es mal, das First Drop zu nennen. Und der ist ja mal mega heftig. Alter Schwede. Boah. Und das sieht so cool aus, diese verschiedenen Settings hier. Das ist so Hammer. Die Luftschiffe, die Diamanten eben. Das ist der... Ey, das ist asiatisch angehaucht. Das ist Hammer. Oh, das ist Wunder. Geil, okay. Alles klar. Das war jetzt auch mal interessant. Da bleibt das Bild kurz stehen. Wie gesagt, ist es hier viel zu viel drin. Das findet mein PC gerade nicht ganz so geil. Also mein Arbeitsspeicher findet das nicht ganz so geil. Ich weiß auch nicht warum. Boah, okay. Aber es sieht schon mega heftig aus. Also, mir fällt da echt kein Wort mehr für ein. Das gefällt mir richtig gut. Und ihr seht, es dauert einfach sehr, sehr lange, diese Fahrt. Wir sind schon gut 5 Minuten on track. Also ich weiß nicht, ob man im Normalfall, also jetzt im Real Life, sowas echt überleben würde. Wäre schon mal interessant zu wissen. Aber wir sind jetzt schon auf der Stationsebene, so wie es aussieht. Zumindest auf der Höhe, oder? Ich kann das jetzt gar nicht hier irgendwie einschätzen, wo wir sind. Boah. Er kriegt beim Zugucken schon so leicht Nackenschmerzen, muss ich sagen. Vor allem, du weißt ja echt teilweise gar nicht, wo oben und unten ist. Ui, da geht's wieder runter. Hauptsache, das Ding fährt nur eine Runde. Sonst haben wir alle ein großes Problem. Aber wir sollten doch so langsam wieder Richtung Station kommen, so wie das aussieht. Oh, Grande Finale hier oder was? Boah, wunderschön. Wow. Einfach nur wow. Also was anderes fällt mir dazu echt nicht ein gerade. Na, guckt euch das mal an. Allein solche simplen Passagen mit so ein paar Edelsteinen hier. Es sieht einfach geil aus. Die Luftschiffe dazu natürlich noch und... Oh, ja. Ey, Hammer. Das ist echt mega, mega cool. Oh. Okay, da stand irgendwas. Das konnte man jetzt so schnell nicht erkennen. Irgendwas mit Tempel. Wahrscheinlich wieder so ein Windtempel. Ding, keine Ahnung. Boah. Wahnsinn. Da gibt's Kaffee, natürlich. Sieht gerade aus, als würden wir durch den Park jetzt fahren statt gehen. Ei, 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 ei. Wo ist denn das bitte? Wo sind wir auf einmal? Boah, wie cool. Guckt euch das bitte an. Mein lieber Herr Gesangsverein. Genau, Herr Gesangsverein. Eieiei, da fehlen mir echt. Da fehlen mir nicht nur die Worte, da fallen mir die Worte schwer. Wir sind auch immer ganz woanders jetzt. Das ist auch sehr cool. Hier wieder in der Unterwasserwelt. Boah, sieht das toll aus. Wie gesagt, das Ganze ist unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr euch downloaden. Sollte der falsche Link drin sein, bitte erinnert mich daran. Ich ändere das dann sofort. Boah. Das ist mega schön hier.
Aber wie viele Objekte besitzt dieser Park? Das wüsste ich echt gerne mal. Hätte man mal eine Strichliste machen müssen. Ja, guckt euch das an. Alleine das hier, dieser Part hier unter Wasser, das sind doch schon Millionen Einzelteile. Naja, gut, vielleicht nicht Millionen, aber so ein paar Tausende. The End. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind am Ende angekommen. Nach 9 Minuten Fahrt. Gebt euch das mal bitte. Das ist der Wahnsinn. Einfach nur wow. Guck mal, da ist direkt der zweite Zug hinter uns hergefahren die ganze Zeit und ich habe es nicht mal mitgekriegt. Eieiei, jetzt müssen wir den Ausgang auch noch finden. Hier, ne, da wollen wir ja auch. Wenn, dann nehmen wir hier alles mit, da ist nicht der Ausgang. Was ist denn der Ausgang hier, hallo? Hä? Bin ich jetzt so... Warte mal, was? Wo ist das hier die Ausgangsstation? Ach ne, da hinten! Meine Herren! Das ist aber ein weiter Weg, hä? Okay. Egal. Ja, hi. Hey, oh, genau. Ja. Alter. Das war eine der abgefahrensten Fahrten, die ich je hatte in diesem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Huiuiuiui. Ich würde euch jetzt gerne noch so ein paar, ja, Shots von da oben zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mache oder ich die schon eingebaut habe. Das werdet ihr ja sehen. Auf jeden Fall mache ich hier gleich schon mal das Ende. Und bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Macht's gut. Bis dann, euer Teddygarn und ciao.